Hallo, ihr Querlinger. Saboteur Dringil ist in den Ruinen von Abit und... hat's gerade schwer. Ich suche eigentlich diese Korvax Champions für die Kopfgeldqueste, die mich aber an die Basaltklippen führt eigentlich, die ich aber jetzt verlassen habe. Ich hoffe, ich finde nochmal irgendwo anders ein Eck, was zu den Basaltklippen zählt. Aber erst einmal habe ich hier nur irgendwelche übereifrigen Geister und Rüstungen. An den Hacken. Ruhe. Blop, 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 blop. Und weg. Send schreiben an die Ältesten von Ulzuins Tempel. Ach, jetzt bin ich hier ums Eck gelaufen. Aha, verstehe. Dann lesen wir mal das Send-Schreiben. Ist zwar nicht ein Dringil, aber wir lesen es trotzdem mal. Postgeheim ist hin und her. Send schreiben. Gehört in die Kategorie Geschichte irgendwas? Geschichte Korban, tatsächlich. Send schreiben an die Ältesten von Ulzuins Tempel. Verehrte Älteste, ich möchte meine tiefste Sorge in Bezug auf die neuesten Taten unseres Gönners und Beschützers, dem göttlichen Ulzuin, äußern. Ich weiß, dass es nicht an uns als Sterbliche ist, die Launen und Taten der Götter zu beurteilen, denn die Launen der Götter sind fern unseres Verständnisses, doch die letzten Ereignisse bieten Grund zur Sorge. Seit seiner Rückkehr ist der Göttliche nicht mehr er selbst. Er hängt so viel an der Flasche, dass die Reserven unseres Tempels nicht mehr schnell genug wieder aufgestockt werden können. Ich wurde dazu gezwungen, unsere Aspiranten anzuweisen, ankommende Weinlieferungen zu beschlagnahmen, bevor sie von örtlichen Händlern in Besitz genommen werden können. Doch selbst dies ist nicht genug, um seinen übermäßigen Appetit zu zügeln. Jeden Tag wurde eine Karawane aus Kairan zum Tempel umgeleitet, die frische Kurtisanen zum Vergnügen unseres Gönners herbrachte. Ich erhielt zahlreiche Beschwerden der Handelsgilde bezüglich der Beschlagnahmung und der Karawane, welche jedoch schnell verstummten, wenn ich Ulzuins Namen in ihrem Beisein erwähnte. Ich kann mir vorstellen, dass dies allein nicht sehr beunruhigend klingt. Seit kurzem jedoch hat der Göttliche ein ungewöhnliches Interesse an einer Tempeljungfrau gezeigt. Sie ist eine junge und zielstrebige Priesterin und ich muss zugeben, dass Ulzuin Geschmack hat. Ihre leuchtend grünen Augen scheinen hinter rabenschwarzen Haaren hervor und ihr Gesicht glüht förmlich vor lüsternem Verlangen. Zuerst schrieb ich sie als eine der vielen Eroberungen des Göttlichen ab, doch mittlerweile verschmäht er andere um ihretwillen. Von Zeit zu Zeit wird unseren Bediensteten der Zutritt zu Ulzuins Kammern verwehrt, damit sie sich persönlich um seine Wunden und Wünsche kümmern kann. Ich stellte mich dem Zorn des Himmlischen und legte ihm nahe, dass es gefährlich sein könnte, für einen Gott einen einzelnen Sterblichen so nahe an sich heranzulassen, wenn doch so viele seiner Führung und seines Schutzes bedürfen. Selbst in seinem geschwächten Zustand warf er mit Leichtigkeit eine steinerne Feuerschale in meine Richtung, die das Mosaik an der Wand beschädigte und die Feuerschale völlig zertrümmerte. Ich wage es nicht mehr, ihm mein Angesicht zu zeigen, bis sein Ärger verraucht ist. Mir ist nun klar geworden, dass diese junge Priesterin die Aufmerksamkeit des Göttlichen auf sich gezogen hat wie eine Spinne, die ihr Opfer in ihrem Netz einschnürt. Wenn wir mit Ulzuin nicht vernünftig reden können, dürfen wir sie nicht aus den Augen lassen und müssen herausfinden, was sie vorhat. Es ist möglich, dass ich einfach nur von den Freuden göttlichen Fleisches kosten möchte, doch habe ich unseren mächtigen Herren noch nie so verzaubert von einer Sterblichen gesehen. Ich rufe meine Brüder an, diese Warnung ernst zu nehmen und mir beizustehen, ohne den Groll unseres Gönners auf uns zu ziehen. Wenn Ulzuin sich jedoch nicht selbst vor diesem sterblichen Streben schützen kann, werden wir die nötigen Maßnahmen tätigen müssen. Für das Wohl des korvanischen Volkes natürlich. Ulzuin! Noch einer, der irgendwie komisch ist. Aber das vertagen wir alles. Wir haben ganz andere Sorgen. Wir haben schon zwei unbesiegbare Bossmonster hier bisher gehabt im Let's Play. Und ein Heldenmonster namens... irgendwas. Du bist weg. Au, 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 au. Hau ab. So. Immerhin, ein bisschen haben wir jetzt schon. Und jetzt geht's weiter hier durch die Ruinen.
Jo, klar. Ganz viele von euch. Geheimversteck-Alarm in Ruinen von Abyd. Abidon, das war ein Gott in Pillars of Eternity. Eova. Ich spiele zu viel, ich weiß. Hier. Achso, ich wollte eigentlich einen Screenshot machen. Ja, es ist zu spät. Ist egal. Hi, das habe ich nicht erwartet. Leg dich hin. Dein Drecksgeist in dir drin, der kann mich mal. Wow. Ja. Das tut mir mehr weh als dir, Dringil. So, hier. Das ist ja die eigentliche Truhe. Aber noch ein. Oh, ich habe noch keine Zeit. Grr. Also, für den Guide, Screenshot, versteckte Beute, im Geheimversteck, Ruinen von Abyd, jawohl, geht's hier weiter? Nee. Dass in einem Geheimversteck auch so viele Gegner sind, das ist auch ungewöhnlich. Es gibt's ja, aber es ist sehr selten. Froststahl hingegen ist nicht selten. So, was jetzt? Da sind die Ruinen von Abyd ja offenkundig zu Ende. Wir müssen dann da lang. Von Abyd war bisher auch loremäßig nicht die Rede, ne? Von dieser Stadt Abyd oder von dem Tempel oder was auch immer Abyd sein soll. Bumm. 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 Geh mir aus dem Weg. Brennender Turm. Kopf alle, ja. Gut. Irgendwie geht ja gar nichts. Der brennende Turm. Du, ich sehe dich, wenn du hier unsichtbar lang dottest. Von Abyd wieder. Aha. Der brennende Turm ist ein besonderes Bauwerk in den Ruinen von Abyd. Tschüss. Ektoplasma. Oh, Truhe. Jo. Hm. Diese Ruinen sind so kleinteilig, das ist ein bisschen nervig. Überall diese Winkel mit irgendwas Verstecktem. Das ist schön, aber auch. Oh, Geheimversteckalarm! Ruine von Abyd, das nächste. Da unten, was gefunden. Aha. Und Screenshot und go. Plop, 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 plop. Geht's hier noch weiter? Geheimversteck im Geheimversteck? Nein? Nein. Oh ja, nicht schlecht. Muss man erstmal finden. Das sieht jetzt ein bisschen. Ah ja, das kann man schon sehen. So, jetzt zu euch hier. Ich habe ein bisschen bessere Laune. Das Auffinden von zwei Geheimverstecken in kurzer Zeit hat schon ein bisschen meinem Ego geschmeichelt, das nach der letzten Episode in Trümmern lag. Was haben wir hier? Ah.
Eine nicht versteckte Truhe. Ja, damit. Mythische Dämonenknochenbeinpanzer. Ne, was? Knochenbeinplatten und übernatürliche Essenz. Was sind denn das für Sachen? Konstitution erforderlich, 927. Da käme ich vielleicht irgendwann noch hin. Physischer Schaden ist gut, Chaos-Schaden ist schlecht, Wundschaden ist schlecht, Verteidigungsqualität ist gut. Erhöhte Rüstung um 10% ist gut. Hat da 1000 mehr Rüstung als meine bisherige Hose. Aber meine bisherige Hose macht mir +2 auf Schattenschlag. Durchschlagwiderstand, Lebenskraftwiderstand. Diese ganzen anderen Sachen sind halt irgendwie überhaupt nicht für meine Klasse. Richtig gut passt es nicht. Kommt her! Komm mit, ihr Geister! Erstmal sammeln. Ich hab noch viel mehr von euch hier irgendwo. Ja, genau. Willst du nicht mal wegstacheln? Willst du nicht, nee. Du hast dich bisher erfolgreich vor den Angriffen weggeduckt. Oh, hier schwappt Lava drin hier. Oh, ein Devotionsschrein. Wenn ich den jetzt reinige, kriege ich keinen Punkt dazu, richtig? Ich habe jetzt, wie viele Devotionspunkte habe ich? Noch 2 übrig. Kann das hier opfern? Strahl das Reveal, kein Problem. Dann kriege ich aber nur so ein bisschen Kram, aber keinen weiteren Punkt. Jo. Das heißt, man kann dann auf Elite, wenn man nochmal spielt, insgesamt mehr Schreine finden, als man Punkte haben darf. Das ist schade. Ich hätte bestimmt noch das ein oder andere nützliche Sternbild gefunden. Oh, wo geht's denn da hin? Ein Grabeingang. Wo sind die Basaltklippen? Ich suche die Basaltklippen wegen Korvaks Champions. Ehrlich. Ich würde gerne die nächste Kopfgeldqueste mir angucken. Ja, natürlich. Gleich noch so ein Wächter. Ist ja gerade nicht genug zu tun hier. Tschüss. Komm, hau ab. Danke. Die Lebensessenz nehme ich gerne. Prima. Geht's hier auf die Basaltklippen zurück? Müsste eigentlich fast so sein, weil der Grabeingang, ich glaube nicht, dass das Grab eine so eine Durchgangskarte ist wie die heulende Kluft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hier geht's weiter. Was ist das? Das ist das Gate. Ruinen von Abbot. Aha. Da sind die Basaltklippen. Jetzt hier. Korvax Champions. Kommt. Kommt her. Zeigt euch. Feiglinge. Ich hau euch auf die Schnauze. Vor lauter Wut über diesen Boss. Aus der letzten Episode. Wobei, der Boss der letzten Episode war nicht so schlimm wie der erste Boss, den ich nicht bekommen habe. Der hat mich ja innerhalb von 2 Sekunden gekillt. Geht's hier rüber? Hüpfstrigil? Nein. Mal kurz einordnen. Das sind die Basaltklippen, das hier und das hier oben dann. Aha, verstehe. Hallo. Gezeter und Gekreische.
Auf den Schnabel kriegst du eine. Auf den bösen Pickelschnabel. Der mich zackt. Schon oft genug passiert. Wo sind denn diese Champions? Irgendwie heißt dieser Hund hier irgendwie, keine Ahnung. Genau, der heißt, ist auch egal. Der war keine große Hürde. Korvax Champions. Wie seht ihr aus? Wo geht ihr hin? Wo finde ich euch? Basaltklippen. Ich bin im richtigen Gebiet. Borstiges Fell finde ich toll. Was ist das? Ruinen an den Basaltklippen? Ah, da sind die Korvac-Leute hier. Ah, hier werden auch die Champions irgendwo sein. Action! Nummer 1. Oh, das ist ein Bossmonster, was man gar nicht sieht, weil sie so ein komisches Symbol über dem Kopf hat. Jetzt ist aber mal gut hier. Aua, ist das die Heldenmonströse oder wer macht hier solchen Ärger? Ja, ihr seid ja offenkundig nicht. Nee. Ist auch bisher kein Champion dabei. Und die Heldenmonströse ist wieder abgedampft. Nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Dann halt zuerst du. Korvac, save me. Oh je. Ja, hat er nicht gemacht. Hast du wohl den falschen Gott ausgewählt? Dumm, dass er das immer im Augenblick des Todes klar wird. Ach ja. Mythischer Beschützer des Glaubens, war das richtig? Das war irgend so ein Schild. Haben wir schon mal gefunden. Ja. So, hier ist irgendwo dieser... Ach, da ist noch ein... Oh, was ist denn hier los? Everin, Flame Tongue. Evelyn Flammenzunge wird auch nicht lange leben. Oh, die hat sich regeneriert irgendwie. War sie schon mal toter? Jawohl, so will ich das haben. Wer ist da jetzt? Das, die heißt Olga, die Gefesselte. Elbenmonster? Ja. Save me. Ich habe Besseres zu tun, ehrlich. Aber das war sowieso an Korvac gerichtet. Luminari-Jacke. Luminari-Ornat, das ist ein Set, das ich noch gar nicht kenne. Gebt Durchschlagschaden, das ist nicht schlecht. Spielerstufe 94, du spinnst ja. Aber Durchschlagschaden plus 70%, Elementarschaden, Giftversäurewiderstand, passt auch wieder nur so halb. Oder noch nicht mal halb. So, jetzt müssen doch jetzt hier irgendwo diese Korvac-Champions sein. Das gibt's doch gar nicht, dass ich die nicht finde.
Ah, das war nicht schwer. Bumm. Ja, ich schieß zurück, keine Sorge. Siehst du? Oh Mann, die haben ein Selbstvertrauen. Hier, Krempel, nix. Kein Versteck hier oben im. Nein, noch nicht. Korax Champions, ich habe immer noch 0 von 3. Wo seid ihr? Traut euch, zeigt euch. Ich finde euch. Ihr müsst doch hier irgendwo sein. Das ist ein riesiger Torwak. Korvac Tempel. Ein Torwak Tempel ist hier. Zack. Stacheltot. Ja, ballerten die ganzen Flammen immer runter. Das sind doch nicht die Dicken. Das sind doch diese kleinen humanoiden Zauberer, richtig? Oh, da ist wieder einer mit Sternhabers irgendwer. Gut. Es wird hell. Bauplan, runenverzierter Topaz. Kenne ich das schon? Anschauen. Ne, kenne ich noch nicht. Das ist auch wieder irgend so ein Komponententeil. Gibt Leben und geblocktes Zeug. Das ist was für einen Tank mit Schild. Nix für Dringiels. Mit Gift. Giftige Dringiels. Versengerte Glut. Ja, die Basaltgegner sind schon noch groß, aber irgendwie hätte ich jetzt fast geschworen, hier allmählich mal die Korvac-Champion zu finden. Kann doch nicht so schwer sein. Überhaupt keine Hürde, diese kleinen Viechter. Die großen auch nicht. Dynamit, schön. Hier gibt es auch relativ viele Heldenmonster, finde ich. So richtig viele. Vielleicht muss ich in die Mitte gehen. Ja. Sind die Champions in der Mitte? Nein. Die sind gar nicht da. Ah, ich werde die finden. Die müssen ja irgendwo sein. Aber jetzt bin ich aus der Ruine wieder raus, eigentlich. Diese Korvac-Leute, die waren eigentlich nur in der Ruine drin. Es ist seltsam. Äußerst seltsam. Ja, Hundis, ich freue mich auch, euch wiederzusehen, aber ihr nützt mir gerade zu wenig. Mach hier auf. Gut, da unten die Ecke, da war ich jetzt noch nicht. Aber da werden die drei Champions auch nicht sein. Ah, hier geht's aber los und weiter. Das ist, dieser Sound ist das Korvac, save me. Das ist schön. Au. Ein bisschen viel los hier gerade, finde ich. Ah, da sind sie dazwischen. Sind das die Dicken hier irgendwo?
Nee, das sind Flamme des Zorns. Oder Zorn der Flamme. Auch noch so ein Sticker. Wer oder was sind diese Champions? Ja, du bist es nicht. Das weiß ich. Hol dir das Smaragd, ganz viele. Und eine One-Shot-Truhe. Krempel hier? Nee. Also in dem Lager war jetzt genau einer dieser Champions. Irgendwo zwischendrin. Den habe ich gar nicht gesehen. Das sah jetzt offenbar nicht anders aus als die anderen bisher. Kiste. Ätherisches Mutagen. Was war das Blaue? Das Blaue waren Handschuhe. Schwarzstahlpanzerhandschuhe. Klingenbarriere. Das ist nicht das, was ich nutze. Das ist Klingenfalle. Konstitution. Ist gut. Verteidigungsqualität, physischer Widerstand, Kraftwiderstand kann ich nicht gebrauchen. Schadensvergeltung ist nicht schlecht. Rachsüchtige Flamme. Hm. Ich verliere Lebenspunkte, wenn ich das Ding anziehe. Stimmt's? Ja, das kann ich mir nicht leisten. Nee. Okay, jetzt bin ich hier in einer Sackgasse. Geht's hier ums Eck weiter? Na, hier gibt's auch noch weiter. Also, die Basaltgipfel sind schon sehr, sehr, sehr verworren. Oh, das ist ein Bossmonster. Scheiße, 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 scheiße. Rettungsgate. Ich renne da einfach so hin und denke, das ist aber ein besonders großes Heldenmonster. Erstmal die Ads klein hauen. Puh. Ist das unser Ernst? Der hat erst 1,5 Millimeter. Feines Hundi. Feines Hundi. Das griff nicht ein. Scheiße. Wobei viel Schaden macht es bisher nicht. Hält sich in Grenzen. Vielleicht. Oh mein Gott, muss ich da viel drauf hüpfen, bevor der mal tot ist. Oh, wie kannst du mich auf die Entfernung einfrieren? Das gibt's da gar nicht. Kann ich auch nicht einfrieren. Oh, jetzt habe ich hier den Stall voller. Oh meine. Ja, noch mehr. Klar, logisch. Immer her mit euch. Ich bin gleich tot. Oh. Das glaubt ja keiner. Geh doch mal weg. So, die Hundegruppe wäre weg. Und der Große hier, der Hundeführer. Ah ja, ein Drittel hat er auch schon. Vielleicht. Krieg ich ihn? Ja, hier dreht er zurück. Dann kann man den quasi austänzeln. Hundi, ich kriege dich. Da würde ich mich jetzt fast drauf festlegen, dass ich den kriege. Sogar ohne einmal zu sterben. Eieiei, und sage ich's und renne in sein Eis. In sein Eis irgendwas. Sein Eisstrahl oder was war das? Ei! Ja, Kift ist halt scheiße, wa? Kriege dich! Endlich mal wieder ein Bossmonster, das ich kriege. Kriege dich. Glaub's mir. Vielleicht ja schon jetzt bei dieser nächsten Attacke. Ja. Haha. Errungenschaft. Huhu. Was? Crackhunter.
Moment, gleich mal gucken. Crack Hunter, Slay Grimmer, the Packhound Alpha and the Basalt Cracks. Aha, schön. Finde ich gut. Lebensessenz. Und einen Hammer, das werde ich nicht gebrauchen können. Und ein Bauplan gedärmezerquetschender Kriegsschläge. Der gibt Urschlag, Klingenbogen. Das ist eine Zweihandwaffe. Vergiss es. Das ist ihr mythischer kalastorianischer Hammer. Mann, finde ich viel Zeug, das noch ewig viele Level hin ist, bis ich das mal benutzen kann. So, kurzer Check. Ich habe noch die ganzen Basaltgipfel noch nicht komplett erkundet. Ach, das geht hier auch gar nicht zurück. Ich hätte gedacht, man kann hier zurück. Bevor ich hier oben weitergehe, weil das scheint ja der richtige Weg zu sein, sollte ich also nochmal die letzten Ecken der Basaltgipfel mir anschauen, wo ich bisher nicht gewesen bin. Und das wird auch das Letzte sein, was ich in der Episode hier mache. Und ach, wo kommt denn ihr alle her? Ich war hier doch schon. Borstiges Hell habt ihr dabei gehabt. Also hier rüber und dann der Zipfel. Hier rüber und dann der Zipfel da drüben. Da drunten. Hier hinten. Bumm. Kein Versteck? Nö. Hätte ich das hier oben. Also, ich muss da am Rand bleiben, zurück in alte Gefilde. Fünfmal Schleifen laufen, weil man hier nicht abkürzen kann. Und dann hier oben ins unerforschte Terrain vorstoßen. Ah, das sah fast wie Geimerscheck aus. Aber auch nur fast. Hallo! Schön, dass ihr da seid, Geier. Bumm. Das war hier beinahe alles. Jo. Und die Ruinen wieder. Und da ist ja nichts. Das ist ja keine Ahnung, was das ist. Okay. Also, dann sind das soweit die Basaltklippen. Mir fehlen immer noch zwei Korvax Champions. Ich hoffe, dass da immer nicht nur einer pro Session da ist, dass die Basaltklippen noch ein bisschen weitergehen. Wir werden es sehen im nächsten Teil. Ich werde jetzt dringend wieder da oben hinschaffen, zu der Stelle, wo der Grimoire war. Und dann gucken wir mal, was der bewacht hat. Und schauen uns das an. Gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.